Hallo zusammen. Heute möchten wir euch in das Amazonasgebiet Boliviens mitnehmen. Nachdem wir das Pantanal verlassen haben, bildete die Stadt Santa Cruz de la Sierra für uns den Eingang zum Amazonasgebiet. Hier in der größten Stadt Boliviens finden wir hinter dem Restaurant Landhaus El Fuerte einen schönen kleinen Stellplatz, auf dem wir es uns gemütlich machen. Vom Besitzer lernen wir, dass hier die trockene Chaco-Region und der feuchte Amazonas aufeinandertreffen, weshalb wir Tiere und Pflanzen beider Regionen hier vorfinden können. Jeden Tag kommen hier zwei verschiedene Affenarten vorbei und auch ein Faultier wohnt im Baum neben unserem Wohnmobil. Und so ist es kaum verwunderlich, dass wir auch dann noch ein paar Tage bleiben, obwohl schon alle Besorgungen erledigt sind und wir eigentlich schon weiterziehen könnten. Nachdem wir uns in Santa Cruz losgerissen haben, kommen wir auf dem Weg nach Puerto Bolivian an einer alten Boeing vorbei. Diese musste vor einigen Jahren hier notlanden und wird nun vom Dschungel Stück für Stück eingenommen. Im kleinen Dorf Puerto Bolivian kommen für uns zum ersten Mal so richtige Amazonasgefühle auf. Es wäre ein unglaublicher Aufenthalt gewesen, wären nicht mitten in der Nacht ein paar Dorfbewohner auf die Idee gekommen, direkt vor unserem Wohnmobil ein Ständchen zu singen. Immer und immer wieder. Am nächsten Tag ging es für uns auch schon wieder raus aus dem kleinen, beschaulichen Dorf, denn bis nach Rurrenabaque sind es noch einige Kilometer, die wir an diesem Tag zurücklegen wollen. Über geteerte und ungeteerte Straßen sowie eine kleine Fähre geht es für uns weiter in Richtung Rurrenabaque. Je weiter wir in den Amazonas vordringen, desto wärmer und feuchter wird es. Bei der Fährüberfahrt werden alle Mitfahrer aus Sicherheitsgründen dazu aufgefordert, das Fahrzeug zu verlassen und die Fähre zu Fuß zu betreten. Nachdem dann der Fährmeister im Beiboot anfängt, das Wasser aus dem Beiboot herauszuschöpfen, kommt uns eine Idee, warum das so sein könnte. Trotz alledem kommen wir gut auf der anderen Seite an und nachdem wir ein wenig mit den Fährbetreibern über den Preis diskutiert haben, geht es für uns auch schon wieder weiter. In Rurrenabaque angekommen, verschaffen wir uns einen Überblick über die kleine touristische Stadt am Beni River und suchen einen Tourenanbieter, der mit uns eine Tour in den Dschungel unternimmt. Wie bitte? Nachdem wir uns gründlich umgeschaut haben und mit einigen Anbietern gesprochen haben,
buchen wir eine 6-Tages-Amazonas-Tour bei Mashakipe und werden nun ein paar Tage Urlaub vom Leben im Wohnmobil haben. Mit unserem indigenen Guide Alejandro geht es per Boot in den Madidi-Nationalpark. Wir fahren vorbei an Goldgräbern und Fischern bis zu dem indigenen Dorf Villa Alcira. Und das Kakao. 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 Unser Guide vermittelt uns hier einen Eindruck vom Leben der Indigenas in und mit der Natur. Nicht nur die Gewinnung von Lebensmitteln wird uns auf dem Weg ins Dorf näher gebracht, sondern auch, welche Pflanzen eine heilende Wirkung haben und schon immer sehr wichtig für die indigene Bevölkerung war. Because it's fantastic medicine. It's, when we have an accident, like broken your arm or whatever, this you cut very early at 4 a.m., 5 a.m. because it's much better bleed. And then you wrap it in a small towel and you have bandage. Mm-hmm. Very, very sticky. That in a few weeks. Im Dorf selbst angekommen, dürfen auch wir Hand anlegen und probieren, wie es ist, in traditioneller Weise Zuckerrohr auszupressen, um so den gewünschten Zuckersaft zu gewinnen. Den so gewonnenen Zuckerrohrsaft kann man entweder gleich mit etwas Zitrone als Limonade genießen oder dann auskochen, um so Zucker zu gewinnen. Nach der Führung durch das Dorf ging es für uns wieder in das Boot und tiefer in den Nationalpark hinein. Denn unsere Lodge befindet sich 25 Kilometer von der nächsten Siedlung entfernt, mitten im Dschungel. Als wir in der Dschungellodge ankommen, sind wir erstaunt, wie unerwartet komfortabel und schön gelegen diese Eco-Lodge doch ist. Von hier aus starten wir zu verschiedenen Uhrzeiten mehrere Erkundungstouren mit unserem Guide Alejandro, der uns jede Menge über den Dschungel beibringt. Wusstest du zum Beispiel, dass es wandernde Palmen gibt, die jedes Jahr ihren Standort um 20 Meter verschieben können, um so an bessere Lichtverhältnisse zu kommen? Hier rechts von uns kann man eine solche Palme sehen. Natürlich schauen wir uns nicht nur die Pflanzen des Regenwaldes an, sondern gehen auch auf die Pirsch nach Affen und anderen Waldbewohnern. Dank Alejandros gutem Gehör und seinen unglaublichen Kenntnissen über den Regenwald bleibt diese Pirsch nicht ohne Erfolg und wir können viele verschiedene Affenarten und andere Tiere finden.
Natürlich sehen wir auch unzählige Blattschneiderameisen bei der Arbeit und finden später ihren unglaublich großen Bau. Eine Kolonie von etwa über 3 Millionen Ameisen lebt hier unter der Erde und hat ihren Bau so stabil gebaut, dass wir bedenkenlos drüber laufen können, ohne dabei einzukrachen. Während wir mit unserem Guide durch den Dschungel laufen, lernen wir so unglaublich viel über die verschiedenen Zonen des Regenwaldes und über die Wichtigkeit einer jeden einzelnen Pflanze, die darin lebt. Die Menschen in den Communities haben großen Respekt vor der Natur und verehren sie, und so langsam bekommen wir ein Gefühl dafür, warum. Denn als kleiner Mensch hier im riesigen Regenwald fühlt man sich schon ein wenig ausgeliefert. Und doch bietet die Natur alles, was der Mensch hier zum Leben braucht. Some communities people use for roof, for house, and also the wood for walls of house. Auf dem Weg zu unserem Camp außerhalb der Lodge, wo wir eine Nacht verbringen wollen, entdecken wir sogar frische Jaguarspuren. Natürlich freuen wir uns über den Fund und am liebsten hätten wir auch den Jaguar dazu entdeckt, obwohl die Spuren kaum 100 Meter von unserem Camp entfernt waren. Das Camp außerhalb der Lodge ist sehr einfach gehalten. Und obwohl es ohne elektrischen Strom auskommen muss, fehlt es uns hier an nichts. Sogar ein Koch steht für uns bereit. Hier können wir uns ausruhen, bevor es auf die nächsten Erkundungstouren weitergeht. Gar nicht mal so weit vom Camp entfernt befindet sich der Papageienfelsen. In dieser großen Felswand leben über 300 Aras, und ihre Rufe hört man weit in den Dschungel hinein. Auf dem Rückweg zum Camp sehen wir wieder verschiedene Affen, wie diese süßen Kapuzineräffchen hier. Zurück zur Lodge fahren wir nicht mit dem normalen Motorboot, mit dem wir nun schon ein paar Mal gefahren sind. Nein, wir dürfen uns ein eigenes Floß bauen. Mit diesen traditionellen Flößen wurden früher zum Beispiel Bananen in die Städte gebracht oder andere Dinge transportiert. Für uns ist es ein richtiger Spaß, mit so einem selbstgebauten Floß den Fluss hinabzufahren. Wir können uns aber vorstellen, hinauf ist das Ganze deutlich komplizierter und erfordert mehr Muskelkraft und auch viel, viel mehr Zeit.
Es wird Nacht von unten. Und aufgrund der anhaltenden Hitze ist natürlich ein Sprung in das kühle, naja, fast kühle Wasser obligatorisch. Okay, see you on the camp. Bye. I think we are faster than you. Und das machen wir, obwohl wir wissen, dass es hier überall Kaimane gibt, die im Wasser leben. Aber im Pantanal haben wir gelernt, normalerweise sind diese harmlos. Vier Tage und drei Nächte haben wir hier im Dschungel im Madidib Nationalpark verbracht. Dann geht es mit dem Boot zurück nach Rurrenabaake, wo es mit dem Auto weiter in die Pampa geht. Einige Faultiere bewegen uns dazu, hin und wieder anzuhalten, um sie zu beobachten, und auch andere Tiere lassen sich sehen. In Santa Rosa angekommen, steigen wir wieder auf ein Boot um, um unsere Lodge zu erreichen. Hier im Amazonas, egal ob in der sumpfigen Graslandschaft der Pampa oder im Dschungel des Madidi Nationalparks, wird immer noch sehr viel mit dem Boot transportiert. Unsere Lodge liegt direkt am Fluss und hat auch keinen anderen Zugang zur Straße oder Ähnlichem. So starten alle unsere Ausflüge immer mit dem Boot. Unser Guide nimmt uns zu verschiedenen Tageszeiten mit raus aufs Wasser, denn nur so können wir auch die vielen verschiedenen Tierarten entdecken. Schildkröten haben das Boot gekentert. Neben Kaimanen und Schildkröten, die wir irgendwie an jeder Ecke vorfinden, haben wir auch die Bekanntschaft eines besonderen Bewohners der Gegend hier gemacht, dem rosa Flussdelfin. Unser persönlicher Favorit sind aber nach wie vor die süßen kleinen Totenkopfäffchen, die sich immer wieder in den Bäumen zeigen und besonders neugierig auf uns zukommen, anstatt abzuhauen, wenn wir mit dem Boot in die Nähe fahren. Let's
Geil. Das gibt bestimmt eine coole Aufnahme, oder? Ja. Machen wir so eine Hand. Auf unseren nächtlichen Ausflügen konnten wir Tiere wie Baumstachler, Terranteln und Co. entdecken. Am zweiten Tag unseres Aufenthalts in der Pampa fahren wir zu einer überschwemmten, sumpfigen Wiese. Hier wollen wir auf Anaconda-Jagd gehen und schauen, ob wir diese riesigen Schlangen finden können. Unsere Suche blieb leider ohne Erfolg. Zu kalt, sagt Alejandro. Wir können uns das kaum vorstellen, denn uns ist ziemlich heiß, aber trotzdem haben wir lange Kleidung an. Die Moskitos nerven einfach hier überall. Wenn wir einmal nicht mit dem Boot unterwegs sind, so bringt uns Alejandro ein wenig über die Handwerkskunst seines Volkes bei. Wir basteln Schmuck aus Mangokokosnüssen und bauen traditionelle Angeln. Kokosnüssen, oder? Ja. Mango. Die haben außen eine Schale aus Mango. Das schmeckt wie Mango. Ist auch orange. Das hat man mal miterlebt, glaube ich. Und dann ist fürs Video. Und dann innen ist eine Kokosnuss. Also es ist da und es ist innen eine Kokosnuss. Das sind ganz kleine Bassen auf dem Finger. Wenn man es richtig in Größe findet. Wenn ich da durchgucke, kann ich das immer nicht. Ja, nachdem unsere Ringe fertig geschliffen sind, geht es mit den gebauten Angeln wieder aufs Wasser und wir versuchen, ein paar Piranhas zu fischen für das Abendessen. Nach 6 Tagen und 5 Nächten endet unser Ausflug in den Amazonas und wir kehren in unser normales Leben im Wohnmobil zurück. Wir hoffen, das Video hat dir gefallen und du konntest einen kleinen Einblick in das Leben im Amazonas erhalten. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein Like oder einen Kommentar dalässt und unseren Kanal abonnierst, um nichts mehr zu verpassen.